Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 9. Juni Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie verträgt alles. 1. Korinther 13, Verse 4-7 bis Jetzt schreit die Vernunft auf und erklärt, das sind ja unmögliche Forderungen. Wenn wir nun aber stille sein könnten, dann würden wir hören, wie Gottes Stimme uns antwortet. Das sind nicht unmögliche Forderungen. Ihr vielmehr seid unmögliche Leute. Ihr passt so, wie ihr seid, nicht in mein Reich. Und nun kommt das Allerwichtigste. Das sind überhaupt keine Forderungen. Hören wir doch das Textwort genau. Da wird ja gar nichts befohlen und gefordert. Da wird nur der Mensch geschildert wie Gott ihn gern haben möchte hier wird gesagt so wie es hier geschildert wird sieht ein mensch aus den jesus erkauft und gewaschen hat und der nun vom heiligen geist regiert wird das wird uns einfach hingestellt und nun können wir unseren eigenen christenstand hieran messen und kontrollieren ich las ein buch eines chinesischen christen Wat Man ne er hat den Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom studiert und fasst seine Erkenntnis so zusammen. Paulus spricht vom Blut und vom Kreuz Jesu. Das Blut wird uns gezeigt als das Mittel, rein zu werden von unseren Sünden. Vom Kreuz Jesu aber spricht Paulus so, dass wir hier mit Jesus Christus, unserem alten Wesen, sterben dürfen. Alle Christen wollen nur das Blut, die Vergebung der Sünden. Aber Gott will, dass wir mit Jesus sterben und mit ihm auferstehen, zu einem neuen Leben. Dies neue Leben schildert unser Textwort. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sie rechnet das Böse nicht zu. Liebe, zieh uns in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.